Aber nicht nur irgendein Smoothie. Mojitos. Boah, das ist voll wenig. Ja, das mache ich täglich. Das riecht ein bisschen nach Currywurst. Da fehlt mir Gemüse drin. Perfekt. Fertig. Soll ich jetzt versuchen, als... Nein. Lasst ein Like dafür da und schreibt sofort einen Kommentar, ob ihr das auch schon mal so versucht habt. Das ist so geil. Ich finde es nicht so gut. Der Tag ist vollgepackt mit geilen Rezepten. Und deswegen gibt es zum Frühstück was Kleines, und zwar ein Smoothie. Aber nicht nur irgendein Smoothie. Wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch ein Smoothie machen dürfte, wäre es definitiv dieser hier. Das soll der beste Smoothie sein, den es gibt. Und das muss ich natürlich testen. Wir brauchen Spinat. Der sieht nicht mehr so gut aus. Ich weiß auch nicht, sie macht keine Mengenangaben. Also freestyle ich jetzt einmal ein bisschen. Habt ihr auch schon mal Spinat nicht richtig gewaschen, den dann in den Smoothie getan und dann so richtig so Sandkörner gespürt? Eine Zitrone. Minze. Minze habe ich auch noch nie irgendwo reingemacht, außer in Mojitos. Deswegen riecht Minze für mich einfach nach Mojitos. Ich mag Minze aber auch nicht in so Joghurt-Dips oder so essen oder Suppen oder so. Das ist nicht so meins. Aber in einem Smoothie. Ich weiß schon wieder nicht, wie viel. Ich würde mal sagen, es reicht. Eine Avocado. Ey, ich habe im Moment so einen Lauf mit Avocados. Die sind immer gut. Ich mache jetzt mal eine halbe rein. Dann brauchen wir noch Datteln. Ich hau mal so 3, 4. 5 Luftballone. Und Wasser. Okay, ich brauche mehr Wasser, weil gerade habe ich einfach Pesto. Dieser Sound. Es riecht aber richtig geil. Es riecht einfach nach Minze und Zitrone. Ja, ich glaube, es ist fertig. Boah, das ist voll wenig. Ich glaube, das reicht nicht mehr für ein Glas. Ich hatte das Gefühl, ich habe richtig viel reingemacht. Das ist irgendwie gar nichts. Naja, haben wir halt ein Smoothie. Mache ich noch einen, wenn der richtig gut ist. Ja, und deswegen macht man... Ihr seht das gar nicht, ne? So viel Smoothie haben wir. Und deswegen machen wir Mengenangaben, weil guck mal, wie viel sie hat. Unsere Smoothies für die Uni oder Arbeit sind jetzt fertig. Naja, ich probiere das jetzt. Oh, boah, das hätte ich nicht erwartet. Der schmeckt richtig gut. Wow, der ist so lecker. Man kann gar nicht beschreiben, wonach es schmeckt. Also man schmeckt die Minze sehr, aber so richtig so ein geiles Level Minze. Und sonst ist es einfach super cremig und ja, also sie hatte keine Mengenangaben und dann ist das dabei rausgekommen. Naja. Naja. Ja, ist ganz lecker. Und was schmeckst du alles raus? Spinat, weil ich weiß, was da drin ist. Also man schmeckt auf jeden Fall eine Frucht. Oh, auf jeden Fall Orange. Ja, dann doch nicht. Das war's mit dem Video. Ich hätte vor Orange noch Apfel gesagt. Nee. Ja, keine Ahnung, sag's mir. Zitrone. Minze. Minze. Okay, müsste eigentlich noch lauter sein. Weil irgendwas mit Kernen ist alles, ne? Datteln sind drin. Ja. Vielleicht ist das so ein bisschen stückiger. Mhm. Und Avocado. Ach krass, Avocado. Ich glaube, das war's. Avocado wäre nie drauf gekommen. Also alles andere. Aber ich meine, irgendwie geil. Ja, es ist echt ganz lecker. Es könnte ein bisschen... Pürierter? Ne, das juckt jetzt nicht so. Ein bisschen kühler sein. Ein paar Eiswürfel. Für mich müssen da noch ein paar Eiswürfel rein, genau. Kann ich jetzt atmen, das Video? Hey, du kommst später noch ins Video. Soll ich was sagen? Speak. Nee, great, keine Last. Speak. Die ganze Zeit macht die hier Geräusche und jetzt sagt man dir das und jetzt nein. Speak. Okay, aber nur ein bisschen. Ja. Genau. Du kleines Erdmännchen. Guck, wie süß sie ist. Sieht so süß. Hi Leute, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Das ist schon ja, das ist schon Mittagessen. Du bist schon mittendrin. Und dein Intro war richtig kacke schon wieder. Weißt du, zum Mittagessen machst du aber sowas, ne? Das wollen die Leute sehen, wie du Energie hast. Ich war noch nie so in einem Video geredet. Und bevor ihr euch jetzt das ganze Video lang fragt, woher ich denn meine wunderschönen Ohrringe habe, sage ich es euch. Und zwar ist der gesamte Schmuck, den ich gerade trage, von Purelay. Und bei Purelay bekommt ihr momentan 20% Rabatt mit meinem Rabattcode. Momentan trage ich sehr gerne diese Sun-Ohrringe. Die sehen so gut aus. Das sind so richtig meine Sommerohrringe jetzt. Die anderen Ohrringe, die ich sonst immer trage, die sind auch von Purelay. Kann ich euch mal hier einblenden, wie die heißen, damit ihr die findet. Und hier auch mal die Ringe, die ich momentan so trage. Und ja, ich finde, vor allem im Sommer macht Schmuck so viel aus. Das trägt zu jedem
Basic Outfit, das meistens nur aus zwei Teilen im Sommer besteht, nochmal so viel bei. Schmuck ist vor allem auch wasserfest, also falls ihr jetzt für einen Urlaub noch auf der Suche nach etwas seid, da verfärbt sich auch nichts. Ihr könnt das eigentlich dauerhaft tragen und es gibt jedes Schmuckstück in Gold, Silber und Roségold. Ich liebe die Qualität, ich bin super zufrieden mit dem Schmuck von Pure Lay. Genau, in der Infobox habe ich euch nochmal alles verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei und vergesst meinen Rabattcode nicht, mit dem ihr 20% spart. Ja. Zum Mittagessen gibt es heute Creamy Cheesy, Vegan, Protein, Wraps. Das klingt sehr geil. Das sah auch sehr geil aus. Hier einmal für euch zum Anschauen. Wow, da schaut mal. Da, nein. Ja, schlechter Witz, Entschuldigung. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Sie benutzt in ihrem Video Tofu. Wir haben jetzt so veganes Gyros aus Erbsenprotein, glaube ich. Und jetzt müssen wir Calafior. Anbraten scheinbar. Anbraten. Du wolltest es nicht sagen, aber da steht die zweite Pfanne. Genau. Kein Öl da rein? Nee, gleich vielleicht. Gleich, ich würde es erst ein bisschen antauen lassen. Interesting, ja. Und dann kommt vielleicht nochmal Öl rein. Du hast so eine gute Taktik so. Du kannst das so gut, ne? Ja, das mache ich täglich. Ja, sehr schlau. Ich habe eigentlich noch nie Tiefkühlblumenkohl in eine Pfanne getan. So, wir haben jetzt hier den Blumenkohl angebraten. Und jetzt müssen wir das Ganze mit einem Teelöffel Curry und einem Teelöffel Paprika-Gewürz würzen. Das war richtig frustrierend. Das wollte nicht runter, ey. Richtig Gourmet direkt. Wirklich. Boah, das riecht echt geil. Das riecht ein bisschen nach Currywurst. Richtig Gourmet direkt. Jetzt tun wir eine Packung Frischkäse rein. Schön mit Knoblauchgeschmack. Mit Knoblauch habe ich mir ausgesucht. Ach so, ein bisschen Wasser. Ich hab so Hunger, das riecht so gut. Same. Okay, hast du Hunger? Ja, ich habe immer Hunger. Gib bitte was. Lass das. Das ist ein Eingriff in mein... Okay, ich hör auf. Entschuldigung. Und jetzt kommen noch ein bisschen Käse rein. Alle meine Käse. So, jetzt warten wir, bis das Ganze schön creamy wird. Ich muss noch eine Tomate schneiden. So eine kleine? Wir haben keine große mehr. Achso, ja, aber hast du eine große eigentlich benutzt? Ja. Dann schneid halt lieber zwei oder drei. Wollte ich dir nochmal erklären. Kein Problem. Hier sehen Sie, wie eine Hausfrau in der Wildnis ihre Tomaten zubereitet. Was laberst du? Zu dem Zeug kommt jetzt das noch rein. Wow, so, also... Diese Kameraführung, wo hast du das gelernt? TikTok. Irgendwie dachte ich gerade kurz, da fehlt mir Gemüse drin. Aber es besteht ja quasi mit dem Brokkoli zu 90% aus Gemüse. Ja, bestreichen bitte die Wraps mit... Das ist so eine Paprika-Zeugs. Hast du gut zusammengefasst. Danke. Und Aubergine. Guck mal, noch mehr Gemüse. So, jetzt kommt dieses Zeug drauf. Ich bin so gespannt, ne? Same. Weil irgendwie sieht es auch ein bisschen... Es sieht so ranzig aus wegen dem ganzen Käse und so. Aber es sieht auch sehr geil aus. Ja, und ranzig ist ja auch meistens geil. Ja. Aber ich habe auch noch nie Blumenkohl in den Wrap getan. Ne. Dann kommen jetzt noch Tomaten dazu. So, jetzt kommt auch Salat darauf und dann war's das. Du musst jetzt filmen, wie man das, wie ich das falte. Okay, ja. Weil das ist schwer für viele. Ja, ich weiß. Ich sollte einfach normal filmen. Nach dieser Sequenz bekam Flofilm Verbot für den restlichen Tag. Also ihr klappt erstmal die Seiten links, rechts ein. So. Warte, anders gemacht, glaube ich, mehr Sinn. Links, rechts. Die kürzeren. Die kürzeren. Dann klappt ihr die längere Seite über die Füllung. Und dann könnt ihr das noch so ein bisschen da rein so drücken. Und dann rollt ihr das so zu. Perfekt. Fertig. Soll ich jetzt versuchen als... Nein. Okay. Aber kannst du, das ist deiner. Aber soll ich das machen? Ich will es versuchen. Warte, ich muss mir die Hände waschen. Ich schwöre, ich habe es nämlich gerade auch zum ersten Mal kapiert. Echt? Das müssen wir jetzt unter Beweis stellen. Okay, also links und rechts. Dann nimmt man sich das. Macht das ganz... Boah, der ist aber auch voll. Du kannst ruhig so pressen. Ja. Nicht zu sehr pressen, aber wow. Aber okay, aber es... Bisschen, ne? Ja, die Seiten da... Aber die ist schon zu, das ist dann dein unten. Ich hab's geschafft. Lasst ein Like dafür da und schreibt sofort einen Kommentar, ob ihr das auch schon mal so versucht habt.
Ja, man sieht es halt nicht, sorry. Hallo. Ich finde es nicht so gut. Ich habe den einmal in der Hälfte durchgeschnitten, so sieht das geile Stück von innen aus. Das war so ein ekliger Satz, ey. Das klingt wie ein Sebastian Fitzek-Satz. So sieht das geile Stück von innen aus, sagte der Mörder. Ich sag das nie wieder, sorry Leute. So sieht es von innen aus, der leckere Wrap. Nicht schlecht. Wow, das ist richtig gut. Ja, der ist echt lecker. Mhm. Auch ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Kombi Käse und Curry nicht so geil ist, aber es ist echt gut. Das schmeckt richtig gut. Da ist alles gut drin. Also das müsst ihr da machen. Das wird es jetzt jede Woche bei uns geben, oder? Ich glaube auch, ja. Die Konsistenz von diesem Blumenkohl ist auch richtig gut. Mhm. Ich mache uns jetzt einen Nachtisch und der sah so gut aus. Der wird 100% schmecken. Wir brauchen eisgekühlte Teller. Die waren gerade in der Gefriertruhe. So kalt. Dann Schlagsahne. Der hat Schluck auf, falls ihr die ganze Zeit ein Geräusch hört. Okay. Kannst du mir bitte helfen? Du willst ein bisschen Schlagsahne, ne? Joshun. Und dann brauchen wir ein Ding zum Raspeln und TK-Erdbeeren. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr frische Erdbeeren kauft und die einfriert, aber das habe ich vergessen. Und deswegen müssen wir jetzt TK-Erdbeeren nehmen. Oh, das geht so gut. Das sieht doch jetzt schon so gut aus. Ich glaube, auch eine Erdbeere reicht einfach komplett. Ich habe, glaube ich, viel zu viel. Ah, oh, es ist so kalt. Viel zu viel Sahne benutzt. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass die da drunter so einfriert wie bei Spaghetti-Eis. Ah, es ist so kalt. Und dann kommt zum Schluss noch so ein bisschen gezuckerte Kondensmilch drüber. Ich weiß noch nicht, ob das die richtige ist, die auch so ein bisschen fester ist. Ah ja, doch. Die ist voll fest. Die ist schon fast zu fest. Die kann man gar nicht so. Ich dachte, ich könnte die so ein bisschen so machen. Aber das geht gar nicht. Ich habe jetzt noch Vanilleeis. Falls das nicht reicht, dann ist es doch safe wie ein Spaghetti-Eis. Oh, das habe ich doch schon mal gesehen auf TikTok. Das sieht so gut aus, oder? Das sieht so geil aus. Das ist nicht geil. Das ist wie so ein kleines Spaghetti-Eis. Das ist so geil. Oh mein Gott, ich habe mir noch Vanilleeis dazu gestellt, aber... Braucht man gar nicht mehr. Braucht man gar nicht. Was ist das hier? Kondensmilch. Ah. Das ist so lecker. Mm. Ich brauche mehr davon. Oh, mega so gut. Boah. Wirklich. War aber auch so Sahne. Müsste noch ein bisschen gefrorener sein, dann wäre das ja noch richtig gut. Also 10 von 10. Wirklich. Da müsst ihr nachmachen. Alles in diesem Video. Ich schwöre. Wohin denn? Gib mir ein Fox-Sahne. Aber nur für Sahne. Ja? Hast du dir schon gegeben, oder? Nee. Ich liebe Sahne. Vielen Dank. Sie liebt Sahne. Oh ja. Das ist das Beste, was du je gegessen hast. Ja. Oh, sie krallt sich voll in mein Bein. Sie muss ja auch die Sahne kriegen. Oh nein. Okay, keine Ahnung, ob ich dumm bin, aber was macht man jetzt mit dieser ganzen offenen Dose gezuckerter Kondensmilch? Kann ich die einfach so in den Kühlschrank stellen? Füllt man die in irgendwas Schlaues um? Woran tue ich die? Wie lange ist die haltbar? Könnt ihr mir das mal sagen? Was macht man damit denn sonst noch so? Ich habe jetzt ungefähr 2 Teelöffel benutzt. Zum Abendessen gibt es was mit Blätterteig. Ich liebe Blätterteig. Und zwar Blätterteig mit einer Spinatfüllung. Wir brauchen eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Tiefkühl oder frischen Spinat. Ich nehme Tiefkühl. Sahne, Parmesan und Salz, Pfeffer. So, ich habe jetzt Zwiebel und Knoblauch ein bisschen angebraten. Dann kommen 100 ml Sahne dazu. So, jetzt muss ich nochmal nach dem Rezept gucken. 1-2 Esslöffel Frischkäse. Und ein bisschen Spinat. Ich schreibe jetzt nicht rein, wie viel, aber ich würde mal sagen, ungefähr so viel. Dann kommt gleich noch Parmesan und Salz, Pfeffer rein. Und dann wird das schon auf den Blätterteig gestrichen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das zu ein bisschen zu flüssig ist. Aber wir machen es jetzt einfach mal hier drauf. Das wird jetzt wie so eine Zimtschnecke eingerollt. Warum klebt das jetzt so? Ich glaube, es ist einfach zu warm. Ich weiß nicht, ob ich es noch ein bisschen abkühlen lassen hätte müssen. Ich habe das Ganze jetzt noch mit Ei und Sesam getoppt. Ein bisschen hier irgendwie
viel auf einer Stelle. Und es kommt jetzt, ich glaube, für 15, 20 Minuten in den Ofen. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Look at this. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Hey, komm her. Hier. Komm her. Komm her. Hier. Und da. Ja. Oh, nein. Das war die süßeste Aufnahme, die wir je von ihr hatten. Wow. Wow, die sehen so gut aus. Dazu gibt es natürlich Aiolski. Und Tzatziki pikant. Ist nämlich lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr lieben Sie Blätterteig? 10 von 10. 10. Ah, sieht so platt aus. Egal, es ist so schön, es riecht so gut. Hier ist ein Kaya-Haar mit eingebacken. Es ist bestimmt sehr heiß. Oh ja. Wir können da erst in einer Viertelstunde reinbeißen. YOLO. Boah. Oh. Boah, dieses Video war mal wieder perfekt einfach. Es war einfach alles geil. Boah. Boah. Das ist so geil verteilt alles. Das wird mein neuer Party-Snack, wenn ich auf Partys gehe und kleine Häppchen mitbringe. Oh ja. Bitte. Wenn wir jemals wieder auf Partys eingeladen sind. Ey, ladet uns ein, damit wir das mitbringen können. Ja. Oh. Und ihr verwöhnt werdet. Da braucht man nicht mehr Aiolski. Was da drin ist, ist wirklich so, ist da Spinat drin, Käse? Spinat, Sahne und Parmesan. Krass. Und Zwiebel, Knoblauch. Geil. Oh ja. Mehr brauchen wir im Leben nicht. Nee, das war's mit dem Video. Mhm. Unsere Videos braucht ihr im Leben. Das stimmt. Unsere Videos und das hier. Jetzt macht das und dann guckt ihr ein Video von uns. Und das ist der beste Moment eures Lebens. Genau. Das ist... Gerne ein Like da, abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert seid, habt und dann sehen wir uns. Ne? Übermorgen oder so. Schauen wir mal, was wird.